Das hier ist Control-N, unser Kartendeck als Abkürzung zu einem besseren Verständnis in die digitale Moderne. Und da drin jede Menge Karten, Thesen. Was ist los in dieser Welt, in dieser digitalen Moderne? The Tyranny of Intimacy, unsere zweite These. Digitale Netzwerke verändern unsere Wahrnehmung und dein persönlicher Vernetzungsgrad wird zu einem harten Asset, also zu einem harten Kriterium, Erfolgskriterium für dein Leben. Was meint das? Naja, früher war es so, man musste sich sehr bewusst entscheiden, in die Öffentlichkeit treten zu wollen. Man musste selbstbewusst sein, man musste Lust darauf haben, im Rampenlicht zu stehen. Heute scheint es so zu sein, dass jeder, der nicht in der Öffentlichkeit auftaucht, dadurch schon verdächtig ist. Entweder du bist ein Superstar und kannst dir das leisten, oder du existierst nicht, bist nicht erfolgreich, nicht in der Lage, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten, um damit deine tolle Idee mit 2,4 Millionen zu finanzieren. Das ist hier gemeint. Wir erwarten und sehen, dass Ratingagenturen für Individuen entstehen und die persönliche Information, der persönliche Vernetzungsgrad zum zentralen Schlüssel für den Erfolg des Einzelnen werden. Schaut euch eure eigenen Profile an. Wie steht ihr da? Wann habt ihr sie zuletzt gepflegt? Was wärt ihr in der Lage, mit diesen Profilen zu erreichen? Und ist da noch Luft nach oben?